Hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen Webinar von der Firma Luckynox zum Thema Torschließer und zum Thema Laientorschließer im Speziellen. Mein Name ist Michael Bettnerek und ich begrüße Sie ganz herzlich und bin zuständig für den Bereich Norddeutschland und habe heute das Vergnügen, Sie durch das Webinar zu führen. Kurz ein paar Infos zum Ablauf, wie das Ganze vonstatten gehen wird. Sie können während des gesamten Webinars Ihre Fragen über den Chat stellen. Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt versuchen, die im Anschluss zu beantworten. Alle Fragen, die wir nicht direkt beantworten können oder im Anschluss an das Webinar, werden per E-Mail oder im späteren beantwortet. Die Präsentation, die Sie jetzt sehen, wird nach dem Webinar verfügbar sein. Zudem wird es eine Aufzeichnung geben, in dem Sie auch noch mal sich das Video anschauen können, um zu späteren Schulungszwecken einfach noch mal darauf zurückzugreifen. Am Ende des Webinars wird es auch eine kleine Umfrage geben. Wir würden uns freuen, wenn Sie daran teilnehmen würden, um ein kleines Feedback zu geben, einfach damit wir uns auch etwas besser einschätzen können und vielleicht das nächste Webinar noch besser gestalten können. Okay. Kommen wir kurz zum Inhalt des heutigen Webinars, die Punkte, die wir besprechen wollen. Zum Ersten wären da einmal die Markttrends. Was sind die Dinge, die wir erfahren oder unser Gefühl, was der Markt verlangt und was gebraucht wird? Im zweiten Punkt wird es allgemein darum gehen, warum Sie sich für einen Luckynox-Torschließer entscheiden sollten. Im dritten Punkt werden wir dann genauer auf den Laientorschließer eingehen, einfach um zu sehen, welche Vor- und Nachteile wir dort haben. Viertens werden wir Schritt für Schritt eine Installation des Torschließers Laien einmal demonstrieren, um zu zeigen, wie einfach das Ganze tatsächlich ist. Im fünften Punkt werden wir ein paar Installationsbeispiele zeigen, einfach, dass Sie einen Eindruck davon bekommen, wie das Ganze tatsächlich fertig aussieht. An sechster Stelle werden wir ja versuchen, ein paar Fragen zu beantworten, die vielleicht im Laufe des Webinars auftauchen. Der Kollege, der mich hier unterstützt, wird das Ganze sammeln und dann wollen wir das Ganze aufbereiten. Und zum Schluss einfach noch ein paar abschließende Dinge, was es noch zu tun gibt. Kommen wir zu Punkt 1, den Markttrends. Warum eigentlich ein Türschließer im Allgemeinen eine gute Sache ist. Wir stellen jeden Tag immer wieder fest, dass gerade wenn ich ein Grundstück habe, insbesondere der Zugang kontrolliert sein sollte. Er sollte aber auch gesteuert sein und für einen gewissen Personenkreis auch eingeschränkt sein. Das heißt, wir haben ein Sicherheitsbedürfnis und wir wollen einfach wissen, okay, wer kann mein Grundstück betreten, wer soll mein Grundstück betreten, wer darf es und wer darf es nicht. Auf der PowerPoint-Folie auf der aktuellen Seite sehen Sie einmal eine Beispielanwendung, wie ein Torschließer zusammen mit anderen Produkten von Luckynox zusammenarbeiten könnte. Sie sehen einmal ein Schloss zusammen mit einem E-Öffner und einer Code-Tastatur. Immer wenn, ja, ich sag mal, ein E-Öffner im Außenbereich verwendet wird, macht es auf jeden Fall Sinn, auch einen Torschließer einzusetzen. Weil wenn die Tür offen gelassen wird und nicht schließt, ist der E-Öffner als Zugangskontrolle oder als Beschränkung des Zugangs eigentlich wertlos. Also immer, wenn es um ja eine Code-Tastatur, einen E-Öffner geht, macht ein Torschließer Sinn. Kommen wir nun zu dem Punkt Nummer 2. Warum ein Luckynox-Torschließer? Auf dieser Folie haben wir einmal alle Vorteile zusammen, getragen. Ich werde einmal kurz die ganzen Dinge aufzählen, später aber nochmal im Detail das Ganze erklären. Unsere Luckynox-Torschließer sind gegen Vandalismus geschützt. Sie ermöglichen ein leises Schließen. Wir haben einen hohen Komfort durch Einstellbarkeit von Schließgeschwindigkeit und Endschlag. Auch dazu später mehr. Sie sind geeignet für Rollstuhlfahrer, aber auch für Haustiere oder Kinder durch die Einstellbarmöglichkeit. Wir haben eine sehr einfache Installation bei diesem Torschließer. Auch dazu später mehr. Weil wir so überzeugt von dem ganzen Thema sind, geben wir 3 Jahre Gewährleistung auf unsere Torschließer. Wir haben eine Langlebigkeit. Das soll heißen, dass mindestens 500.000 Bewegungen getestet werden, Prüfzyklen absolviert werden müssen, bevor wir wirklich sagen, das ist ein Produkt, was für uns den Bedürfnissen des Marktes entspricht und dann auch wirklich produziert wird. Und selbstverständlich haben wir auch eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Temperatur und Wetter im Allgemeinen.
Kurz zu den Eigenschaften, die der Lokinox-Torschließer oder unsere Torschließer im Außenbereich haben. Hier ist es uns ganz besonders wichtig zu unterstreichen und zu betonen, dass wir wirklich für den Außenbereich entwickeln. Das bedeutet, dass wir Temperaturen von minus 30 bis plus 85 Grad gewährleisten können, dass die Funktion des Torschließers nicht schwankt. Das heißt, er wird nicht schneller werden, er wird nicht zu langsam werden und gewährleistet wirklich immer dasselbe Schließergebnis, auch bei wechselnden Wetterbedingungen. Hierzu jetzt etwas mehr. Sie sehen hier ein kleines Diagramm, wo wir einfach mal die Schließgeschwindigkeit in Abhängigkeit der Temperatur und der Geschwindigkeit dargestellt haben. Sie sehen auf der linken Seite, wie sich das Ganze darstellt, wenn der Torschließer zu schnell schließen würde, auf der rechten Seite zu langsam. Man befindet sich dann außerhalb einer, ich sag mal, gewissen Komfortzone, wo es dann halt auffällig ist, okay, der Flügel kommt zu langsam hinterher oder vielleicht schließt er zu schnell und stößt mir in die Hacken oder stößt irgendwie an. Wir haben das Ganze auch mal mit Wettbewerbsprodukten verglichen und Sie können sehen, die grüne Kurve stellt einmal den Schließvorgang eines Lokinox-Torschließers dar und unser Wettbewerber, das stellt die rote Kurve dar. Man kann schön sehen, dass bei der schwankenden Temperatur unsere Funktion wesentlich stabiler ist und wesentlich weniger Schwankung in der Schließgeschwindigkeit ist. Da sind wir wirklich sehr stolz drauf. Kurz ein kleiner Ausritt auf die technische Seite, wie wir gewährleisten, dass wir trotz schwankenden Temperaturen immer die gleiche Schließgeschwindigkeit haben. Sie können sehen, einmal eine technische Darstellung von unserer Hydraulik. Dann ist es so, dass beim Schließvorgang die Hydraulikflüssigkeit immer zwischen den Kammern wechseln muss. Die Eigenschaft der Hydraulikflüssigkeit ändert sich aber abhängig von der Temperatur. Das heißt, wenn es wärmer wird, dann steigt die Viskosität und wenn es kälter wird, dann wird es weniger, also es wird zähflüssiger. Damit jetzt die Hydraulikflüssigkeit trotzdem in derselben Geschwindigkeit wechseln kann zwischen den Kammern, was dann auch die gleichbleibende Schließgeschwindigkeit ermöglicht, haben wir im Inneren ein intelligentes Material verbaut, das sich den Schließeigenschaften und der Temperatur anpasst. Das bedeutet ganz konkret, wenn es kälter wird, dann schrumpft dieses Stück und wenn es dann zähflüssiger ist, kann das Öl in gleicher Geschwindigkeit die Kammern wechseln, wie wenn es warm ist. In der warmen Seite verbreitert sich dieses Stückchen nämlich und wenn es dann etwas flutschiger ist, die Hydraulikflüssigkeit, haben wir immer noch dasselbe Schließbild. Die Hydraulik funktioniert natürlich in Kombination mit einer sehr leistungsfähigen Feder. Das ist immer eine Kombination aus Feder und Hydraulik in unseren Torschließern. Es handelt sich hierbei um eine sehr langlebige, leistungsfähige Feder, die auch 500.000 Bewegungen überstehen muss, weil wir einfach davon überzeugt sind, dass diese Qualität im Produkt vorhanden ist, sagen wir, okay, es gibt 3 Jahre Gewährleistung und ergänzend dazu sagen wir auch, dass es geeignet ist für Rollstuhlfahrer. Durch die Einstellbarkeit von Schließgeschwindigkeit und Endstark kann ich nämlich auch auf verschiedene Bedürfnisse für den Kunden eingehen und eine schnellere oder eine langsamere Schließung einstellen. Dazu kommen wir gleich dann aber auch noch. Ich bin gerade schon ein bisschen auf die Hydraulik eingegangen, möchte das jetzt aber auch noch vervollständigen. Wie ich es bereits erwähnt habe, wir haben eine Eignung auch für Rollstuhlfahrer. Dort habe ich dann die Möglichkeit, über die Einstellung den Schließvorgang so langsam einzustellen, dass ich wirklich bequem mit einem Rollstuhl ein Tor passieren kann, vielleicht auch mit einem Fahrrad oder Kinderwagen. Auf jeden Fall ist es vom Komfort so einzustellen, dass ich halt das Tor komfortabel passieren kann einfach. Über die Einstellbarmöglichkeit habe ich natürlich auch die Gelegenheit, den Torschließer so einzustellen, dass er leise schließt. Und vielleicht, wenn Sie Nachbar haben oder vielleicht im städtischen Bereich, wo viele Leute auf einem Fleck leben, dass man eben nicht das scheppernde, metallene Geräusch zweier Metallteile hat, wenn der Torflügel vielleicht in den Torpfosten, in den Anschlag hineinscheppert. Auch das können wir einstellen, dass es dann einen angenehmeren Schließvorgang ist. Dadurch, dass wir hier mit einer
Feder und einer Hydraulik arbeiten, braucht das Ganze natürlich auch keinen Strom und es ist wartungsfrei. Wartungsfrei bedeutet, Sie müssen nicht jedes halbe Jahr vielleicht mal hinfahren zur Baustelle oder zu dem Objekt, um ein bisschen nachzufetten oder zu ölen. Wirklich ein geschlossenes System, das wartungsfrei beim Kunden verwendet werden kann. Das Schöne bei unseren Torschließern ist außerdem, dass die Schließgeschwindigkeit unabhängig vom Öffnungswinkel ist. Das heißt, wenn Sie die Einstellung vorgenommen haben, spielt es keine Rolle, ob Sie über 180 Grad öffnen, ob Sie über 90 Grad öffnen oder den Torflügel vielleicht aus 40 Grad in den Anschlag schließen lassen. Die starke Feder gewährleistet auch bei kleineren Öffnungswinkeln eine sichere Schließung. Diese Schließgeschwindigkeit und den Endschlag lassen sich stufenlos einstellen. Das heißt, Sie haben nicht Option 1, 2 oder 3 und da ist vielleicht irgendwo die Schließgeschwindigkeit, die Sie wünschen, in der Mitte, sondern Sie können es wirklich ganz genau auf den Punkt, auf Ihre Bedürfnisse einstellen. Ich spreche jetzt gerade schon viel von der Schließgeschwindigkeit. Sie haben neben der Schließgeschwindigkeit auch die Möglichkeit, den Endschlag einzustellen. Das ist dieser kleine blaue Bereich, den wir links einmal dargestellt haben. Neben der hochwertigen Feder und der Hydraulik ist natürlich auch ein widerstandsfähiges Gehäuse von dem Torschließer sehr, sehr wichtig. Hier setzen wir auf Aluminium, wirklich mit einer hochwertigen Beschichtung, wo wir auch garantieren können, dass es dann bei Regenwetter und Ähnlichem standhält und eben nicht anfängt zu rosten. Wirklich eine Entwicklung explizit für den Außenbereich. Kommen wir kurz zu dem Quickfix. Unser Quickfix wird in vielen Produkten von uns eingesetzt. Hier kurz einmal am Beispiel des Lions. Sie sehen schon, dass im Grunde nur 4 Löcher gebohrt werden müssen, um den Lion zu befestigen. Die Befestigung selber findet dann, wie gesagt, mit dem Quickfix statt. Der Quickfix ist ein Spreizdübel, der sich im Inneren des Profils spreizt und gegen die Innenseite drückt. Das funktioniert in Stahlprofilen, aber auch in Aluminiumprofilen bei Materialstärken von 1,5 bis 5 mm. Hier sehen wir einmal unsere Prüfkammer. Ich sprach eingangs davon, dass wir immer mindestens 500.000 Prüfzyklen absolvieren, bevor wir ein Produkt in den Markt geben. Wie gesagt, hier haben wir einen kleinen Einblick in das Herzstück von Luckynox sozusagen, unsere kleine Folterkammer, wo die Produkte wirklich auf Herz und Nieren getestet werden, bis sie unserer Meinung nach marktreif sind und dann auch für die Produktion erst freigegeben werden. Wichtig ist noch zu sagen, jeder einzelne Torschließer, der unser Werk verlässt, wird auf Funktion getestet. Das bedeutet, kein Torschließer kommt von der Produktion in einen Karton und wird dann einfach blind versendet, sondern wirklich die Einzelkontrolle jedes einzelnen Torschließers. Kommen wir zu Punkt 3. Wann ist ein Leintorschließer überhaupt geeignet? Grundsätzlich haben wir immer 2 Gewichtsklassen, in denen wir uns bewegen. Der Leintorschließer ist explizit für Torgewichte bis 75 Kilo geeignet und für Flügelbreiten von 1 bis 1,10 Meter. Wenn wir schwerere oder größere Tore haben, gibt es auch weitere Produkte von uns, wie zum Beispiel den Verticlose 2, der vom Aufbau her und der Befestigung ähnlich ist wie der Line, allerdings etwas größer ausgelegt ist. Ein weiterer sehr großer Vorteil des Line-Torschließers ist, dass er eigentlich an 80% der existierenden Tore im Markt nachträglich zu installieren ist. Das heißt, Sie haben eine sehr große Chance, vielleicht im Bestand von Kunden zu arbeiten oder auch Dinge nachzurüsten. Häufig ist dem Kunden ja vielleicht gar nicht klar, dass er vielleicht doch besser direkt einen Torschließer mitbestellt hätte. Und so haben wir die Möglichkeit, diesen Wunsch zu erfüllen. Wir können einmal sehen auf der linken Seite die 90 Grad Toröffnungssituation und auf der rechten Seite die 180 Grad Torinstallation. Ein großer Vorteil unserer Line-Torschließer ist, dass für beide Installationsfälle immer das passende Installationsmaterial vorhanden ist. Es ist also nur eine Artikelnummer, die beide diese Torsituationen abdecken kann.
Punkt 4, die Installation. Gehen wir einmal Schritt für Schritt das Ganze durch, wie ein Leintorschließer zu installieren ist. Zunächst schaue ich mir die Torsituation an. Habe ich die 90-Grad-Torsituation oder die 180-Grad-Torsituation? Nachdem ich das festgestellt habe, entscheide ich, welches Installationsmaterial, was wie gesagt komplett beiliegt, ich dann schlussendlich nutze. Wir haben immer diese Sticker beiliegen, die eine Unterstützung für die Installation darstellen sollen. Ich habe immer genau das Bohrbild, auf welcher Höhe muss ich das Loch bohren, angezeigt, auch im Verhältnis zum Flügel. Das heißt, wenn ich auf dem Pfosten den Sticker aufgebracht habe, wird mir auch ganz deutlich, auf welcher Ebene oder auf welcher Höhe ich das Ganze im Torflügel dann zu befestigen bzw. zu installieren habe. Je nach Installation verschiedene Sticker, 90 Grad oder 180 Grad. Im nächsten Schritt bereite ich im Grunde die Bohrung vor. Ich körne hier das Metallprofil an, um dann im nächsten Schritt die Löcher zu bohren. Da sind wir schon. Hier bohren wir ein 15 mm Loch, welches dann halt die richtige Größe für den Quick-Fix-Dübel darstellt. Was vielleicht auch schon aufgefallen ist, in der 90-Grad-Situation befestigen wir einmal den Torschließer am Pfosten und gehen mit der Schiene an den oberen Teil des Flügels. In der 180-Grad-Situation hingegen befestigen wir den Torschließer unterhalb des Torbandes und die Befestigung für die Schiene ist dann aber im Innenteil des Flügels. Also hier 90 Grad und im Innenteil für 180 Grad. Da kommen wir aber auch noch zu Beispielen. Wie ich bereits erwähnt habe, diese Sticker liegen immer bei. Wenn ich allerdings vielleicht häufig einen Torschließer installiere oder ich sage, okay, der Lein wird mein neuer Lieblingstorschließer, dann macht es vielleicht Sinn, sich optional auch dieses Werkzeug zuzulegen. Es ist eine schöne Installationshilfe, die mir immer genau das Bohrbild vorgibt. Das Ganze, die können Sie sich anhand des Bildes schon ansehen, wird mit Saugnäpfen am Pfosten befestigt. Wir haben dann einen kleinen Ausleger, der dann auf den Torflügel gelegt wird, der dann halt auch genau das Verhältnis zwischen Schiene und Arm abbildet, um so dann auch nochmal in der Installation Fehler auszuschließen. Aber wenn das Loch erstmal drin ist, ist es drin. Im nächsten Schritt geht es darum zu entscheiden, habe ich ein linksöffnendes Tor, ein linksöffnendes oder einen rechtsöffnenden Flügel. Unsere Torschließer sind deutlich gekennzeichnet, wie rum, so rum oder so rum, sie am Torpfosten befestigt werden müssen. Über diese orangenen Kappen ist sehr deutlich die Öffnungsrichtung angezeigt. Das heißt, auch hier wollen wir Fehler vor Ort ausschließen, um wirklich eine reibungslose Installation zu gewährleisten. Im ersten Schritt setze ich also den Torschließer an den Pfosten und danach im zweiten Schritt befestige ich sozusagen die Schiene am Flügel, entweder bei 90 Grad oben oder bei 180 Grad im Innenteil des Flügels. Bei der 180 Grad Version ist noch zu erwähnen, dass hier die Befestigung nur an der Innenseite des Flügels stattfindet. Eine Befestigung in der Füllung ist nicht erforderlich. Nachdem ich also die erste Kappe gelöst habe, befestige ich den Arm am Kopf des Schließers. Um das einfacher zu gestalten, öffne ich den Flügel leicht und Sie können sehen, dass die Befestigung einen kleinen Pin hat, der auch nur in ein ganz bestimmtes, dafür vorgesehenes Loch passt. Das heißt, falls ich dann doch mal das Ding falsch rum installiert haben sollte, kann hier kein Fehler auftreten. Hier verhindern wir nochmal wirklich einen Fehler in der Installation. Im zweiten Schritt öffnen Sie die zweite orangene Kappe an der Unterseite des Torschließers. In dem Moment, wo Sie das getan haben, ist die Vorspannung des Torschließers freigegeben. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Das Gerät kommt vorgespannt. Das heißt, es sind vor Ort keine lästigen Vorspannarbeiten oder dass ich das Gerät stauchen muss, bevor ich es an den Flügel bringe, erforderlich, sondern das Ganze ist ab Werk für Sie vorbereitet.
Nachdem die zweite Kappe also gelöst ist, geht es weiter. Und wir haben die Möglichkeit, die Schließgeschwindigkeit einzustellen. Entschuldigung, den Endschlag. Wir haben an der Unterseite zwei Einstellmöglichkeiten. Wie ich bereits erwähnte, einmal die Schließgeschwindigkeit und den Endschlag. Beides stufenlos über die beiden Schrauben an der Unterseite. Wenn ich das gemacht habe, kommt hier auch noch eine Kappe drauf. Das heißt, es bleibt nicht frei und ist auch noch mal gegen Wetter oder Vandalismus oder Manipulation geschützt. Dann die zweite Einstellung der Geschwindigkeit, wie bereits erwähnt. Und das ist es dann auch schon gewesen. Also vier Löcher auf Pfosten und auf Torflügel, die Installation des Torschließers, die Einstellung und das war's. Wir haben nun ein paar Beispiele nochmal vorbereitet, wie sowas tatsächlich final installiert aussehen kann. Hier zum Beispiel die Variante in 180 Grad Türöffnung in Kombination mit unserem Lokinox Torband im Bolt-On, ein rein zu verschraubendes Torband. Wie Sie sehen, ist man hier sehr flexibel und ist eigentlich von dem Torband unabhängig, egal ob das jetzt ein Lokinox Torband ist oder ein anderes. Genau. An nächster Stelle haben wir hier einmal ein Beispiel mit einem Magnetschloss für Sie vorbereitet. Wie bereits erwähnt, überall, wo vielleicht ein Magnethaftmagnetschloss oder ähnliches verbaut ist, macht ein Torschließer natürlich Sinn. Weil wenn das nicht von alleine schließt, bringt mir der zusätzliche Nutzen bei der Sicherheit eigentlich nichts. Hier nochmal ein Beispiel in einer 90-Grad-Torsituation, ähnlich wie das hier bei unserem Muskelflügel vorbereitet ist. Wie gesagt, sie sind sehr flexibel in der Einsetzbarmöglichkeit dieses Torschließers. Zu Punkt 6. Ich schaue mal zu meinem Kollegen rüber, ob wir während des Webinars ein oder zwei Fragen sammeln konnten. Okay, ja. Ich höre gerade, zur Farbe gab es, glaube ich, eine kleine Nachfrage. Hierzu ist zu sagen, dass er standardmäßig in Silber und in Schwarz verfügbar ist. Es wird in Zukunft vielleicht noch andere Lösungen geben, dazu dann aber vielleicht später mehr. Genau. Ja, eine weitere Frage ist noch, wir haben jetzt aktuell Torsituationen gesehen, wo der Pfosten und der Flügel hier in einer Linie ist. Jetzt kann es natürlich mal vorkommen, dass der Flügel hier nicht direkt plan vorne sitzt, sondern vielleicht mittig vom Torpfosten, also etwas versetzt nach hinten. Wir haben da gewisse Toleranzen, in der eine Installation dort möglich ist. Und zwar ist es so, dass wenn wir die 90-Grad-Variante haben, der Torflügel bis zu 53 mm versetzt nach hinten liegen kann. Haben wir eine 180-Grad-Variante, sind es noch 61 mm. Das heißt, wir können auch ein bisschen versetzt mit dem Ärmchen nach hinten greifen. Das ist also möglich. So, mit den Live-Fragen ist es, glaube ich, gewesen. Wenn noch irgendwas im Nachhinein offen sein sollte, sprechen Sie uns gerne an. Wir sammeln das und beantworten das natürlich hinterher. Ein paar Punkte haben wir noch, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Ich möchte Ihnen einmal das Team vorstellen in Deutschland. Sie hatten jetzt heute die Gelegenheit, mich zu sehen. Ich bin, wie gesagt, zuständig für den Bereich Norddeutschland. Mein Pendant, der Kollege Steve, ist für den Süden Deutschlands zuständig. Dann haben wir noch den Jean-Louis, der den Westen Deutschlands betreut. Und wenn immer Sie Fragen haben und wir drei vielleicht gerade im Außendienst in Terminen stecken, können Sie gerne auch Melina hier vor Ort in Lokinox anrufen, selbstverständlich in ihrer Landessprache. Also man wird sie verstehen, wenn Sie hier in Belgien bei uns anrufen. Wenn Sie sich hinterher noch über weitere Themen informieren wollen, es gibt eine sehr schöne, ausführliche Torschließerbroschüre, die Sie frei verfügbar auf unserer Internetseite sich herunterladen können. Da brauchen Sie also nicht extra ein Login oder ähnliches, um an die, ich sag mal, technischen Details zu kommen. Das alles als PDF im Download-Bereich verfügbar. Gleiches gilt für Installationsvideos. Eigentlich ein Tipp, den wir gerne geben. Wenn Sie das erste Mal einen Torschließer installieren, schauen Sie sich doch einmal eins unserer Installationsvideos an. Das sind sehr schöne Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die auch ohne Sprache und komplizierten Text auskommen, wo man wirklich einen guten Einstieg in das Thema Torschließer bekommt.
Wir sind auch ständig dabei, unsere Datenbank für Referenzen zu ergänzen. Vielleicht haben auch Sie mal irgendwo in freier Wildbahn ein Lokinox-Produkt entdeckt und haben ein schönes Foto für uns. Wir freuen uns immer, wenn Sie uns da Eindrücke aus dem Markt zukommen lassen, egal über welchen Kanal, direkt per E-Mail, per Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube, wie Sie mögen. Kommen Sie mit uns in Kontakt, wir freuen uns. Das ist es auch schon gewesen. Ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich bei allen Teilnehmern bedanken. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, einen kleinen Einblick sich zu erarbeiten und bei uns reinzuschnuppern. Ich hoffe sehr, dass es Ihnen gefallen hat. Die Präsentation und alles Weitere wird Ihnen ja nach Ende des Webinars auch kurzfristig zur Verfügung gestellt werden. Vielen Dank.